Hallo, herzlich willkommen bei Simone Stempelt mit dir. Heute möchte ich mit euch eine Reise durch den Katalog machen. Ja, jetzt ist es soweit. Ihr dürft alle bestellen und natürlich habt ihr die Möglichkeit auch bei mir zu bestellen. Ich habe meine Sammelbestellung zwar nicht direkt heute zum 3. September, sondern die Sammlung nehme ich auf bis zum 8., 9. September und schicke sie danach los. Genau, das heißt, ihr habt mehrere Tage Zeit, um euch zu überlegen, was ihr gerne bestellen möchtet. So, ich denke nicht, dass in den ersten 6 Tagen alles ausverkauft sein wird. Davon gehe ich gar nicht aus. Und deswegen habe ich gedacht, lasse ich euch einfach ein paar Tage Zeit, um in Ruhe zu schnuppern. Genau, ihr habt mit Sicherheit schon Ideen gesehen, aber macht euch Gedanken, was ihr euch bestellen möchtet und schickt sie dann per E-Mail los an Simone Stempelt natürlich. So, jetzt geht unsere Reise los. Und zwar gibt es hier Produktpaketindex, genauso wie im Hauptkatalog, kann man all diese Sets schon direkt sehen. Und dann die passende Seite direkt aufschlagen, was er am meisten anspricht. Ja, da war ich schon bei dem Richtigen. Und hier gibt es noch viel mehr. Also jede Menge, wie man sieht. Und nicht nur für Weihnachten, sondern auch noch ein paar andere Sachen. So, fangen wir doch gleich mal an. Reihe Landhaus Weihnachten. Da gibt es einen wunderschönen Ogel. Ich habe den recherchiert, der ist in Natur wirklich in den Rotton, also ganz toll. Die Stanzen dazu, einen Kranz, den man jetzt nicht mehr selber irgendwie zusammenstückeln muss, sondern da habt ihr gleich ein ganzes Stück Papiere dazu, Bänder und Lackakzente. Ich habe das auch immer mal da liegen. Genau, also die Bänder, das ist ein sehr breites Band in diesem Fall. Wunderschön, so ein bisschen geriffelt da mit drin. Und das müsste auch blutrot sein. Jawohl, genau, da steht's. In blutrot, mal was Breites. Passt, harmoniert eigentlich sehr gut mit den eher blassen Farben, wie man hier so sieht. Aber das finde ich jetzt selber gar, persönlich gar nicht so schlimm. Es muss nicht immer nur kräftig sein. Da haben wir noch die Rückseite. Also die eine Seite ist in grün. Und die andere Seite ist in roten Streifen, Landschaftsbilder, was auch immer, ne? Was man halt so alles im Landhaus Weihnachten braucht. So, mal gucken, das hat, da ist nochmal das Karo. Genau. Dazu gibt es dieses Lackakzente, die sind auch ein bisschen im Glitzer und ein grünes Band. Hm. Und das ist Gartengrün, genau, das ist mit Blutrot und Gartengrün, das Set. Ich habe gedacht, dass ich davon, ja, irgendwie habe ich doch gedacht, ich habe doch Stempel davon. Ich habe zwar nicht beide Sets, aber ich habe den Vogel. Dachte, ich hätte den dabei gelegt, jetzt schaue ich mal ganz kurz. Da ist er. Genau, da habe ich schon so eine Glitzekleinigkeit habe ich angefangen zu basteln, aber das zeige ich euch dann natürlich auch wieder nach Möglichkeit mit einem Video. So, da haben wir das erste Set zusammen. Auf der darauffolgenden Seite sieht man die Papiere nochmal genau. Stempelsets, beide Varianten. Kann man natürlich auch wunderbar miteinander kombinieren. So, das nächste Set, das ist mit Sternen. Und ich hatte gehofft, ich habe ja, das ist schon ein paar Monate her, habe ich ja schon mit Sternen etwas gebastelt, eine ganz tolle Karte. Die war eigentlich ganz anders aufgeführt, als ich gedacht habe. Und die heißt Pop and Cats Dribble Car Stars. Und die kann man auch in meinem Video schon sehen. Und da seht ihr, da braucht ihr Sterne für. Dieser Stern ist zwar eine etwas andere Variante, den gibt es ja nicht mehr, aber ihr könnt genau die Sterne für dieses Set fertigen. Und da kann man dann sehen, dass sie so 3 Sterne verschieden abstehen. Ich habe die Karte leider nicht mehr in meiner Mappe drin gehabt. Ich glaube, ich habe die verschenkt, aber gut. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das nochmal neu zu basteln.
Und da habt ihr ja die verschiedenen Größen, die man dazu braucht. Und da könnt ihr euch wirklich diese Karte mit basteln. Ich habe auch gehofft, ja, hoffentlich gibt es Sterne. Und als ich das gesehen habe, war ich total natürlich toll, total begeistert. Also könnt ihr super gut diese Karte nachbasteln. Und ich guck mal, ob ich die im neuen Design euch nochmal vorstelle. Okay, das nächste Reihe, festliche Karos. Genau, da gibt es Papiere dazu, die sind allerdings, jetzt, wie man hier sieht, 15,2 x 15,2 cm in 6 x 6 Inch. Und zwar da. Ich habe das jetzt hier auch schon liegen. Das habe ich irgendwo aufgerissen. So. Und wir haben jede Menge Karo. Damit bastel ich. Habe ich ja auch schon eine Idee gebastelt. Genau. Fürs Team. Und auf der Rückseite hat man nochmal ein Tier. Dann gibt es einen Weihnachtsbaum. Einen Zapfen. Da nochmal die Tiere. Streifen oder Sterne. Also was man so alles braucht dafür. Das ist also das Papier. Einmal. Dann habe ich ja auch diese Glöckchen verwendet für, da sind genau noch 12 drin gewesen, dass ich das auch wirklich umsetzen kann für diese 12 Teile. Dann ein grünes Band, Tannengrün mit Gold drin, sehr schön glitzert das. Und das haben wir dann ja auch dabei. So, was haben wir denn noch? Wunderbar. Finde ich, dass wir die Pizzaschachteln jetzt in Gold haben. Ich habe die. Das wirkt jetzt so, als wenn es verkratzt ist. Ist es aber nicht. Da müsst ihr aufpassen. Sie unbedingt in der Verpackung drin lassen. Und wirklich nur kurz vorher bearbeiten. Sonst verkratzt es ja immer. Ein Stempel. Zack. Mit Stanze. Dann etwas anderes. Gibt es ja auch noch eine andere. Gab es ja mal vor ein paar Jahren eine Tanne. Und die finde ich eigentlich vom Gebogenen her wesentlich schöner. Verschiedene Sprüche. Weihnachtsboss für dich finde ich total super. Das könnt ihr immer auf den Umschlag mit drauf machen. Das finde ich halt super. Mhm. Aber gut. Jedem, was er sich wünscht und vorstellen kann, wie er seine Freunde und Verwandte und Bekannte eine Karte schicken möchte. Also schaut einfach mal durch und dann könnt ihr selber sehen, was ihr wirklich davon nehmen wollt. Genau. Da sind die Papiere nochmal aufgeführt, super gut zu erkennen. So, dann gibt es ein Set, das finde ich total schön für den Herbst. Ne? Das sind diese Tannenzapfen und die einmal als Stempel und dann als Aufstandsteile. Für die Big Shot oder natürlich auch andere Modelle. Da habe ich die mit den besten Wünschen, da habe ich ja schon was mit gebastelt. Oder dann auch schon gesehen. Meine Karte, die war ja mit dem Rahmen und mit Kupfer. Guck mal, ich die irgendwo ums Eck habe. Ja, da ist natürlich ein anderer Stempel drin gewesen, aber mit den besten Wünschen habe ich daraus ja genommen mit dieser Karte, die habt ihr ja auch schon gesehen. So, das zu dem Set. Dann gibt es endlich mal Stempel in den verschiedenen Weihnachtslieblingsfarben, sondern Kupfer, Silber und Gold. Ich habe jetzt zwei Farben erstmal vor mir liegen. Da habe ich nachher habe ich gedacht, Mai, eigentlich hätte ich Silber nehmen sollen statt Gold. Aber diese Silberfarbe werde ich noch dazu nehmen. War nie ein Silberfan, aber mittlerweile mag ich Silber auch echt gerne. So, damit es nicht untergeht und ich hier nur von den Farben und Nachfüllern erzähle, gibt es ja auch Stanzformen Adventsakzente. Hier habe ich selber allerdings nicht. Was mich begeistert, sind diese tollen verschiedenen Stempel. Deswegen war ich, soll ich oder soll ich nicht? Aber gut. Es fängt ja gerade erst an. Da kann man dann immer noch aus der Ferne liebe Grüße zum Fest. Ja, wenn man eine Karte verschickt, dann passt dieser Spruch ja wunderbar immer. Hm? Oh, daneben gibt es Glöckchen.
Da habt ihr verschiedene Stanzformen, um diese Glöckchen zu fertigen, zusammenzusetzen. Und auch Stempel natürlich, da gibt es ja noch ein anderes. Da gibt es diese Handglocke. Zu gucken, die ist dann auch, wenn man hier sieht, diese hellblauen Abgrenzungen zeigen an, was man damit ausstanzen kann. Es gibt ja zusätzliche, aber da habt ihr immer noch diese Umrandung drumherum. Da ist die Glocke, da verschiedene Größen und da für die Handstanze, für die Schleife, also deshalb die unterschiedlichen Farben. So, das sind die nächste Reihe. Es schneit, hurra, es schneit, ja. Das mögen wir gerne. Ich habe diese beiden nicht ausgesucht, sondern ich habe diese süße kleine Mini-Zierschachtel ausgewählt. Die ist wirklich nicht groß, aber total süß. Da passt einfach eine Kleinigkeit rein. Jetzt messen wir uns das mal aus. Zeige ich euch. Also, das hat ungefähr eine Höhe von 6,5, wobei die Verpackung selber nur 4 cm hat. Und unten der Boden ist 3,7 im Quadrat und geht dann in der Mitte so ungefähr auf 5. Also da, wenn man es ganz locker lässt, ist es dann fast 5 cm. Wenn man ein bisschen drücken, dann geht es auch runter. Also 4 in der Höhe und 5 ungefähr in der Breite. Das ist total süß. Ein bisschen kleiner als die, die es mal gab. Und dann könnt ihr entweder ein Papier nehmen. Da habe ich ja ein wunderschönes Papier genommen von Winterzauber, was ja von innen dann eher in Blauton und so weiter ist. Und, aber ihr könnt euer Papier auch unterschiedlich mit verschiedenen Farben dann bestempeln. So, und dann mit dem Schneemann versetzen. Also es ist schon wirklich süß, wenn diese Plusterfarbe, Schneeakzente. Mal gucken. Muss ich mal schauen, was das ist. Nee, das ist der Kristalleffekt. Also genau, die Plusterfarbe hat. Die habe ich noch nicht. So, dann gibt es ein Band. Das ist eher ungewöhnlich. So, das hat man noch nicht oft gehabt. Ja, wenn ihr schaut, das ist so mit einem Faden da in der Mitte, so ein Wandern, damit diese Spirale drin bleibt. Gedrehte Schnur in Glutrot ist die auch. Dann haben wir Glitzerpapier in Glutrot. So. Ich habe mich gewundert, im neuen, im Hauptkatalog war nichts drin, aber jetzt zu Weihnachten ist so. Ist dann 12x12 Inch, 30,5 cm. So, unsere Weihnachtspapiere. Die finde ich total toll, weil die nämlich auch diesen Glitzereffekt haben. Schaut mal, das glibbert und glimmert richtig wunderschön bei dem Schneemann. Gibt es verschiedene Arten von Schneemann? Lass mal eben gucken. Da, und die Bäume, die glitzern. Also ist schon ein ganz tolles Papier. Oh. Und da an den Zipfelmützen. Für den Winter. Da ist noch ein Blatt. Ah ja, und da gibt es ganz viele Fäustlinge. Auf der Rückseite gibt es Streifen und Nähblocken. Ja, kann man dann wunderbar noch anderweitig neutral verwenden. So, habe ich jetzt alles gezeigt. Dann gibt es noch eine Prägeform. Ne, die habe ich selber auch noch nicht. Okay. Und dann kreativ, also das war es jetzt. So, gucken, da sind Filzteile drin. Filz, mit Filzakzente. Kleber und Band und so weiter. Das habe ich allerdings auch nicht. Ich muss ja nicht alles haben. Aber so ein paar Sachen. So, das nächste. Das zeigt nochmal die Papiere oben. Das sind zwei verschiedene Stempelsets. Ist schon süß, der kleine. Okay, ja, die Weihnachtself gibt es jetzt. Und zwar mit deutschen Text. Wunderbar.
Habe ich selber noch nicht. Schaut mal, ganz putzig sehen die aus. Da gestempelt und so weiter. Und dann gibt es Pinguine. Das ist so eine kleine Idee. Sie sehen auch total schnuckelig aus. Da mit Schal um und mit der Mütze, wie man so die alle verpackt. Ihr könnt euch noch an die Uhr, an die Kuckucksuhr erinnern. Ja, da gibt es auch extra für Weihnachten eine Aufmachung mit der Kuckucksuhr. Da. Nächste Reihe. Reihe Weihnachtsabend. So, mit Santa Claus. Post für ihn. So, das Set habe ich schon durch meiner Charée verschickt. Dachte, ich hätte auch noch was da. Ja, habe ich hier auch. Und zwar hier. Mit so kleine Karten dazu. Jetzt gucken wir mal da. Für Santa Claus. Große Karten gibt es dabei. Da auch, genau. So wie das Stanzset da unten. Stanze und Stempelset dazu. Das kann man auf der nächsten Seite ein bisschen besser sehen. Ja. Dann gibt es noch extra Karten und Umschläge dazu. Ja. Erinnerungen, also aus dem Set Erinnerungen und mehr. Und dann das Band. Jetzt gucke ich mal. Wo steckt's? Okay. Doch, da. Da ist es. Genau. Allerdings ist es etwas dunkler als hier abgebildet. Müsste dann auch in Chili sein. Genau, wenn es dunkler ist, ist es Chili. Weil hier ist auch Chili mit drauf, aber da gibt es auch Blutrot. Also es ist eine Mischung aus den beiden. Ne? Chili und Blutrot. So, die Papiere fand ich sehr spannend, weil die haben... Ja, ich schlage das nochmal um. Ja, mit den Zipfelmützen, dann gibt es Bäume und da sind noch Glocken drin, also eine ganz bunte Mischung. So, da fand der eins sogar. Ja, dann gibt es auch diese Kaffee. In dem Fall ist es ja Kakao und Kekse. Und da gibt es noch Bäume, da kann man eine wunderschöne Landschaft mitmachen. Da ist er nämlich auch schon daneben, der Elch. Ja, dass man den da entlang wandern lassen kann. Da gibt es ganz viele Briefumschläge. Ja, also ganz kunterbunt gemischt. Und da kann man wunderbar mit Weinrottönen drin arbeiten. Ne? Da gibt es so einen Schlitten mit drauf. Ja. Fällt auch gar nicht in der Stanze so auf, weil wir sind zwar die Nikolausstiefel und der Nikolaus selber, und es gibt eine Stante, die ist da, der Nikolaus auf dem Schlitten, da ist es mit auf der Karte mit drauf, ne? Fällt jetzt hier in dem Set gar nicht so auf, aber da habt ihr den mit dabei. Das ist total super. Also er ist nicht ganz so klein, ne? So, mal gucken. Genau, da den Elch. Den Elch, den habe ich schon ein bisschen eingesetzt. Also ich wollte da so ein paar Elche mit drauf machen, mit dieser Landschaft. Nur ganz kurz nur. Randstanze. Ein Elch habe ich sogar auch da. Das konnte ich eigentlich nicht. Noch keinen Ausstanzen, da sind Bäume mit dabei, die Grüße, die sind schon in Englisch. Man kann sich darüber streiten, ob man die mag. Merry Christmas, das ist, finde ich, da schon recht ungewöhnlich. Aber gut, dann mal gucken, ob das gewollt ist oder nicht. Na, durch der Fu. Crazy Christmas, ja genau, das hätte ich dann wohl dann auch noch umtauschen können. Genau, also sollte nicht, war einfach ein Versehen wohl. Ja, nochmal neu machen. Okay, auf der nächsten Seite, Festtagsgrüße gibt es hier. Stille Nacht, heilige Nacht und so, mit einem Stern.
Dann gibt es hier Kerzengesteck, besinnliche Weihnachten mit verschiedenen Sprüchen. Und da haben wir auch einen Engel, so ein bisschen die Hirten, die mit Englisch sprechen. Das ist allerdings das in Englisch. Und da oben, es fällt jetzt nicht ganz so auf, sind so Bordüren, die man stanzen kann, Sterne und auch einen Baum. Stanzform festlich bestickt. Da kannst du noch mal schauen. Also man kann sie auch austanzen und da müsste auch der Stern sein, der gestempelt ist. Ja, genau. Das ist, müsste das Stempelset dazu sein. Stempelset, Festtagsgrüße, genau. Das Stempelset mit den Stanzen. Und da haben sie die Kerzen damit drauf gemacht. Sieht schon toll aus, wenn es gestaltet ist. Und da der Hirte auf der Karte. Nun gut, gehen wir weiter. Reihe im schönen, schönsten Land. Also das hat mich beim Durchblättern sofort angesprochen. Oh, es glittert und glänzt wieder. Naja, so ist halt doch immer wieder zu Weihnachten. Das erstaunlicherweise bin ich jahrelang kein Blau-Fan gewesen, aber man kann so tolle Sachen machen. Da zeige ich euch gleich mal was. Das sind die Papiere. Das glänzt mit Kupfer, wunderschön. Also genauso die Karte mit blauem Kupfer und auf der Rückseite gibt es da auch nochmal wieder filigrane Sachen, Sterne und Streifen. Ja, unterschiedlich handhaben. Ja, dazu gibt es zwei Handstanzen für die verschiedenen Glocken, Kugeln, so muss man mal sagen. Und dann eine Dreiprägeform vom Hammerschlag. Den hatte ich auch irgendwie. Der ist gerade nicht vorhanden. Den habe ich irgendwie nicht gerade da. Und dann gibt es ein Band. Das ist das hier. Dann Merry Christmas in zwei verschiedenen Schriftzügen. Das fand ich total klasse, die ist als Band direkt. Dann Sterne, das habe ich ja auch schon ein bisschen auf eine Karte eingesetzt. Und da gibt es noch andere. Muss ich mal da ganz kurz drüber greifen. Genau. Das sind 50 verschiedene Aufkleber. Also mehrere Sterne auch. Und dann, da sind so Glöckchen. Ich ziehe es mal nicht zu weit raus, sonst verkratzt alles. Da so. Türen und Sterne, also alles Mögliche da drin. Und dann wunderschön kombinieren miteinander. Wieder, das ist so das, was mir unheimlich fasziniert bei Stamping Up. Ich habe früher schon gestempelt und da muss man erstmal hier hin und da hin in verschiedene Läden, auf sämtlichen Webseiten suchen, dass man irgendwie farblich was zusammenbekommt. Und das ist sehr viel einfacher. Also, wenn ihr Lust habt, bei Stamping Up einzusteigen, gerne kommt in mein Team. Kann euch mit Sicherheit auch bei einigen Dingen helfen. Ich mache ja auch einiges und ja, kommt einfach dazu. Und dann schauen wir, wie du selber deine tollen Sachen fertigen kannst. Okay, da auf der Seite sind nochmal die Papiere abgebildet und auch nochmal das Festtagsstempelset. Ja, Weihnachten. Viel mit Weihnachtsbaum natürlich auch hier in Englisch. Das sind noch so ein paar Glöckchen. Das ist allerdings auch genau dasselbe, nur in andere Motive mit drauf. Da kann man das noch erweitern. Und da unten ist ein neues Papier. Habe ich auch da. Das zeige ich euch gleich. Also mir schwirrt da schon eine Idee im Kopf. Ich muss natürlich gucken, ob ich das überhaupt umsetzen kann. Meistens habe ich so viele Ideen und dann ist Weihnachten schon längst vorbei und gar nicht so die Zeit dazu, das alles umzusetzen. Und da ist auch, wenn man das sehen, dass man da verschiedene Töne drunter macht, wenn man da so ein blaues Papier vielleicht drunter macht oder so. Oder was Goldenes, das sieht ja auch ganz toll aus. Da haben sie es auch ein bisschen in deinem Rahmen. Also wirkt so, als wenn da was Goldenes drunter ist. Ja, da ganz toll. Da sind vier Bögen drin, genau. Mit diesem
Quecksilberglasoptik. Ja. Ihr da auch dann selber eure eigenen Ideen fertigen. Oh, das nächste Set. Da habe ich gar nichts von diesem Tassenteil. Die Stempel und Dings nicht. Also da war ich mir nicht sicher, soll ich das oder soll ich das nicht nehmen. Aber da gibt es mit Sicherheit ganz tolle Ideen. Ich habe es jetzt mal außen vor gelassen. Ich habe wohl unten, weil da kann man so schön mit arbeiten, verschiedene Deko-Schablonen. Ich mache die jetzt auch mal auf. Nicht geöffnet gehabt. Oh. Ja, die verschiedene, man kann sie da schon ein bisschen sehen. Und dann hinten mit, dann gibt es dann die Bäume. Da habt ihr dann gleich Punkte. Und da ist auch nochmal wieder ein anderer Bogen. So, rausmachen. Ja. So, vier verschiedene Sachen, wo ihr einfach unterschiedliche Hintergründe machen könnt. Und ich glaube, da kann man mit der Paste, strukturieren. Aber ihr könnt mit Sicherheit auch mit den neuen Stempeln damit arbeiten, mit Gold und Silber und Kupfer. Und Sicherheit auch damit arbeiten. Ich habe es allerdings noch nicht ausprobiert, wie ihr seht. War noch ganz zu. Muss man sich jetzt mal so langsam rantasten. Ich bin selber eigentlich noch ein bisschen ja, in anderen Modus drin. Noch nicht so ganz in Weihnachten. So, weiter geht's. Ah, jetzt habt ihr einen ganzen Kalender drin. Adventskalender. Das ist ein komplettes Set da drin. Zeige ich euch aber auch noch auf der nächsten Seite. Hier wird noch nicht ganz so viel beschrieben, da wird ja nur gezeigt. Und das nächste ist ein Anhänger aus Freude am Schenken. Also das ganze Zubehör ist da mit drin. Und man sieht, da ist auch eine Stempelfarbe drin. Da ist ein Block drin, da habt ihr diese Stempel mit dabei. Eine Box, wo ihr die ganzen Anhänger reintun könnt, aufbewahren könnt. Und jetzt gucken wir mal. 30 Anhänger sind da drin. Also jede Menge. Eure ganzen Weihnachtsgeschenke könnt ihr dann die Anhänger mit dran machen. Also ein ganz großes Set in dem Sinne. So, und jetzt kommt der Adventskalender. Das Stempelset ist allerdings nicht mit drin. Es ist ein wunderschönes Set. Also ich finde es sonst toll. Muss man nicht allerdings dazu nehmen, aber eine andere Variante, ich überlege ja, dass ich einen Adventskalender basteln mache und da habe ich das Stempelset schon daheim und dann können wir das zusammen fertigen. In dem Fall sind jetzt die ganzen Zahlen mit drin und das sind fertige Verpackungen, haben wir einen Inhalt von 5x5x5, also da habt ihr das auch, ne? Das ist dann die Größe des Inhalts der Verpackung, 5x5. Auch in der Höhe 5. Genau. Man dafür eher ein bisschen Kleinigkeiten reintut, ob das jetzt was Gebackenes ist. Aber man kann natürlich auch, wenn jemand ja, seiner Partnerin den Ring damit reintun möchte, als Antrag wäre ja auch mal eine Idee. Also da müsste ich jetzt erstmal die Herren hier in meinem Video reinbekommen. Aber gut, also, einfach nur eine Idee. So. Das zum Adventskalender werde ich auch mit auf dem Stand nehmen. Dann kann man den sich dann anschauen. Und dann überlegen, ob man sich dann anmeldet. Bis dahin werde ich wahrscheinlich auch einen Termin haben. Genau. Ich zeige euch am Ende nochmal meine Termine, wo ich auch unterwegs bin, wo ihr dazukommen könnt. Genau. Hier gibt es nochmal ein großes Set. Produktmedley, das kennt ihr ja schon. Das haben wir ja zwischendurch schon mal gehabt. Und ich habe das auch da komplett. Ja, also es gibt einen Stempel dazu. Das sind die Bäume, die Packung und Stanzen natürlich auch. Die sind noch geschlossen. Wow, ich habe es mir da schon ein bisschen angeguckt, aber noch nicht alles. Cool. Na. Und ich klemme das dann immer noch mal da rein.
einen Schutz drum machen kann. So, dann gucken wir uns das mal an, was denn da so drin steckt. Oh, irgendwie klebt das Papier an. Ja. Da sind die, genau, da ist einmal für den Text. Und kann man ja verschiedene reinsetzen. 1, 2, 3, der ist dann etwas anders. Woanders eine andere Form nehmen oder einfach auch auf den Baum. Ja, die Bäume und die Pakete damit ausstanzen. Oh, was? Dann gibt es Sterne dazu. Ein tolles Band. Klebt was an, aber ist nicht abgegangen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das hier noch extra fest ist. Da. Ah, ganz viel Kran. Oh oh. Aber wunderbar, passt da so. Mit den ganzen Paketen. Wenn man da dann mit dazu macht. Das auch mal auf. Da sind ja verschiedene Papiere drin. Also die goldenen Sterne. Sind auch so ein bisschen erhöht. Nicht ganz flach. So, und da hatte ich es schon auf. Kleine Faden. So. Ganz viel in Gold und Weiß. Aber nur einseitig, habe ich gerade festgestellt. Ja. Jeweils 4 sind davon. So, dann haben wir, was fand ich so toll, da sind auch schon, naja, nicht keine Rehe und hier schon was, was ich alles habe. Da habt ihr hier dann jede Menge lassen. Aber das sind Aufkleber. Genau, also, die kann man alle aufkleben. Da braucht ihr nicht mal einen Kleber für. Da gibt es auch noch. Mistelzweige, Zuckerstangen und dann natürlich auch, dass man da einen Text drauf machen kann. Da sind die ersten Papiere. Ganz bunt. Mittelzweig. Das sind immer 8 Stück. Päckchen. Streifen. Ah, auf der Rückseite gibt es auch noch andere Motive. Ja. Bäume mit Gold, also auch ganz viel Gold mit dabei. So, ja, schon ein schönes Set wieder. Und der Reihe. Packe ich jetzt mal nicht vor der Banane zusammen, das dauert ja viel zu lange. Okay, blättern wir mal weiter. So, ja, da kommt jetzt die Reihe Winterzauber. Da habe ich ja schon ein Papier rausgenommen. Da oben in der Ecke ist es auch und da wollte ich dann ein paar Rentiere drauf machen. Ein Winterzauber hat ja unterschiedliche Seiten. Auf der einen Seite Weiß-Silber. Sterne und Blüten und alles, was man so braucht. Und strahlt natürlich auf der Rückseite sind es Fotografien. Also richtig toll. So schön. Sieht man da ja auch. Ja, lasst euch nicht davon irritieren, wenn ich hier so ein bisschen durchdrehe. Also wir mal eben gucken, das ist der Bilder dazu. Genau, dort Sprüche und dort Schneeflocken. Und dann hier verschiedene Stanzformen, Winterrahmen. Und da unten, da habe ich jetzt einen Glitzer-Effekt. Kann man da so ein bisschen drauf sehen, muss man sich aber nochmal anschauen. Dann gibt es Silber. Glitzereis. Man hat schon wunderschön dann auch mit drauf machen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das da nicht sogar auf den Stern drauf ist. Aber da vermute ich, da ist auch dieser Kristalleffekt drauf. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt.
Aber wenn man das so ein bisschen anhebt, dann sieht man, dass es so ein bisschen Glanz ist. Und da auch, und genau, erst das und dann dieses Glitzereis dazu. Das sieht bestimmt klasse aus. Ja, freue ich mich schon drauf. So. Dann gibt es ja auch noch das Band. Und das habe ich ja schon mal verwendet. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich habe da ein Foto an einen Rahmen gefertigt. Eigentlich ist es ja mit dem Leuchtturm gewesen und dem Boden, aber das passte so wunderbar dazu. Dieser Farbton in Rauchblau. Ja, ist da auch toll zu den Sachen dazu. Ja, auf der nächsten Seite sieht man die Papiere noch mal genauer abgebildet. Ja, und das Stempel. So. Hier kommen wir jetzt zu einem. Also die Schneekugel ist eine tolle Idee. Ich habe mir das noch nicht bestellt. Erstaunlicherweise, obwohl ich trotzdem begeistert war. Ich habe nur diese Accessoires schon da. Ich habe gedacht, bevor die gar nichts mehr gibt, vor allen Dingen die Plastikkuppeln, Schneekugeln, da habe ich gedacht, bevor die ganz weg sind, dann wäre das ja schade, habe ich mir die Sache schon vorab bestellt. Das war. Und so Pailletten kann man ja auch für was anderes nehmen. Ja, genau. Ja, fand es schade, dass der Text in Englisch ist, aber gut, das ist, kann man ja immer wieder kombinieren, wenn man auch andere Sets hat. So, hier geht es weiter mit den Schlittschuhen. Habe ich allerdings auch nicht. Das könnt ihr dann sehen, wie die ganzen Stanzen sind und Sprüche dann auch in Englisch. Das hat mich dann so ein bisschen auch abgehalten. Aber gut, ja, Snowfront, da könnt ihr selber eure Landschaften fertigen. Kann man auch mit anderen Sachen kombinieren, ob man das jetzt damit macht oder vielleicht nur einen anderen Baum. Jetzt gehen wir in die Reihe Herbstfreuden. Da gibt es dann Akzente in Herbst aus Holz, Holzelemente dazu, dann ein Band. Durch meine Charré habe ich natürlich die Bänder da. So. Aber es ist wirklich, naja, wie so eine Spule. Also es ist wirklich so wie so ein Fadenball. Da dachte ich, wow, die ist aber ganz schön dünn. Das will er natürlich nicht raus. Ach, Spaß macht uns. Und ja. Mit auch mit Akzentkanten in Savanne. Und das andere Band, der Faden, müssen wir mal gucken, was haben der? Der ist in Terrakotta. Harmoniert eigentlich wunderbar zusammen, die beiden Sachen. Passen natürlich zum Herbst, gell? Kann ja jede Menge Blätter machen. Kürbis. So, da ist das Stempelset nochmal und die Papiere dazu. Ich glaube, müssen die Papiere sein. Ja. So. Oh, das ist nicht alles gedacht. Das ist noch ein bisschen Halloween gewesen. So. Ein bisschen 1, 2, 3, 4. Irgendwie fehlen da noch zwei. Ach, da. Genau. Also. Ja, ich kann euch auch nicht sagen, warum ich gerade so ein bisschen rumlache. Naja. Und dazu hat mein Mann gerade in die Arbeit gebracht und dann sagt er, eigentlich geht es mir gar nicht gut. Oh Gott, ich sag, mach keinen Quatsch, wird unser Urlaub dieses Jahr auch wieder im Wasser fallen. Naja, noch ist nichts klar. So, da haben wir jetzt eine Apfelstanze. So, finde ich schon voll cool, ne? Mein grüner Apfel könnte da jetzt endlich mal verewigen. Aber gut, ich hab den allerdings noch nicht. Ja. So, da unten gibt es etwas ganz Kleines, ein Stanzpaket für jede Jahreszeit. Gibt es ein Blatt, das müsste Halloween-Richtung sein, so ein kleiner Vampir oder ja, was ist auch immer da schon so. Und da oben kann man sehen. Und für Herbst und Produktpaket Herbst und Winter, Stempelset für Herbst und Winter, das ist auch das, genau, das ist dann, der müsste das sein, der kleine, da, ja, da, ach, dort ist er noch kleiner, das Herz, das Blatt und die Schneeflocke, also diese vier Teile sind die kleinen Stanzen. Unten gibt es noch ganz witziges
Jumpy-Set mit Küken und Henne und Haaren. Und dann, das hat mich ja am meisten angesprochen mit dem Blatt und dem Blumenkübel und mit dem Baum. Ja, aber ich hab's noch nicht. So, kommen wir zur Reihe Monster Party. Und zwar habe ich hier das Designerpapier. Also ich bin eigentlich überhaupt kein Halloween-Fan. Ne? Ich zeige euch einfach nur das, was ich hier so ein bisschen da habe. Das überlasse ich euch dann selber. Und ja, sieht aus wie ein Labyrinth. Spinnennetz. So, naja. So, da ich habe durch meine Charrette, die ich geteilt habe mit Kolleginnen und mit Kunden, habe ich da noch ein bisschen von da, von den Aufklebern dieser Lackakzente. Natürlich habe ich dann auch das Band dann da. Finde ich eigentlich sehr toll. Muss man nicht nur für die Serie nehmen. Für Halloween kann man auch so nehmen. Das habe ich jetzt gar nicht. Und ich habe auch keine Sargform. Das finde ich nämlich völlig schrill. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand Angst vor dem Tod hat, finde ich das überhaupt nicht passend. Aber gut, jeder entscheidet für sich selber. Ich habe allerdings noch diese Prägeform Schnörkelgitter. Das fand ich toll. Das kann man nämlich auch für andere Sachen einsetzen. Das schon mal eben aufmachen. Das habe ich mir nämlich auch noch nicht näher angeschaut. Genau, also diese Schnörkel finde ich schon toll. Und das kann man dann ja auch mit dem Band kombinieren. Ja. Das zu den Sachen. Ein bisschen weiter. Ein paar Seiten kommen noch, nicht mehr viele. Aber da war noch was zwischen. Da hat man nochmal das Papier und Stempelsets. Hier unten gibt es noch zwei verschiedene Stempelsets, natürlich auch zu dem Thema. Und was ich eigentlich ganz toll finde, ist das Etikett Mix. Da ist Halloween sogar auch ein bisschen dabei, aber eher zurückhaltend, was ich gut finde. Und dann von deinem Wichtel, das ist halt süß. Eine kleine Freude mit den Vögeln und den Bäumen. So, also jede Menge Sachen zusammen. Und interessant ist, ihr habt immer ein Thema, was da drin ist. Also nicht nur aus meiner Küche und so weiter. Also, dazu gibt es die Stanzen, die sind hier unten. Und das ist zusammenhängend jeweils, die drei. Und dann stanzen sich auch alle drei sofort zusammen aus. Das ist ja schon eine coole Idee. Macht das Ganze leichter in der Handhabung, wenn ich da die Etiketten dann dafür mache. Also, ja, jetzt nebenan gibt es ein Stempelset mit Häusern. Da hat schon die Kollegin eine Karte gebastelt, ganz nett. Zu Halloween gibt es noch ein anderes, diese kleinen Monster, seltsam, und dann mit Wackelaugen-Mix dazu. Es ist mir gar nicht so aufgefallen. Also ich habe sie allerdings auch gar nicht bestellt. Ah, gut. So, jetzt geht's zum Feiern. Noch Silvester oder aber auch zum Gruß, weil hier steht auch Geburtstagskind. Aber auf das Brautpaar ist hier ein Hoch. Aufs Brautpaar, lass uns feiern. Also da gibt es das Set dazu. Da gibt es eine Ausstampfform, Stanzform und Schiss und dann mit diesen Schnörkeln. Genau. Da ist es nochmal auch abgebildet. So, daneben rechts, da gibt es wieder ein Set. Da könnt ihr verschiedene Kränze machen. Also es gibt gleich für drei verschiedene. Also hier ist ja das Herbstthema, was man hier auch unten sieht. Und da oben sind die Blumen. Das ist einer. Da muss man dann Firma abstempeln und dann habt ihr dann auch die Blüten. Und genau dieselbe ist hier auch noch mit Schneeflocken abgebildet. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr die Firma hinsetzt, auch genauso ausstempeln. Ne? Da hat man dann auch so ein Set. Das ist eine coole Idee, dass das vielfältiger einsetzbar ist. So, ja, jetzt gibt es natürlich auch zu den Gastgeberinnen.
gibt es zwei besondere Sets, wie man hier abgebildet sieht. Eines mit tollen Sprüchen, also die muss ich ganz ehrlich sagen, die gefallen mir teilweise auch. Ist eine Überlegung, die auszuwählen. Genau. Und ja, meldet euch, wenn ihr eine Stempelparty machen möchtet. Genau. Und wenn ihr ab 200 Euro etwas für 200 Euro bei mir etwas bestellt, bekommt ihr natürlich auch ein Geschenk dazu. Da könnt ihr euch sogar, weil selbst bei 200 Euro kann man sich das schon aussuchen. Ne? Das eine ist Wert von 12 oder für 12 Euro wird es abgegeben, ist ein Wert von 20 und das andere kostet 16 Euro für die Shopping-Vorteile und ein Wert von 27 Euro entsprechen. Also, ist auch eine Möglichkeit. So, jetzt kommt noch zum anderen Thema. Ja, ich habe ja gesagt, hey, kommt in meinem Team. Hätte natürlich auch wieder alles dabei, was es kostet, und da könnt ihr euch schon die Weihnachtsartikel dann auch da raussuchen, natürlich, wenn ihr ins Team kommt. Und rechts daneben, Make a Difference, heißt das Ganze. Und das Stempelset habe ich ja auch schon vorgestellt. 3 Euro gehen dann für einen guten Zweck hin. Und da steht, von jedem verkauften Set geht an Organisationen im Bereich seelsorgliche Gesundheit die 3 Euro, wenn man das bestellt. Okay. Ja, so wann? Das bin ich eigentlich schon mal durch. Ich habe da noch den Baum liegen. Ich hoffe, ihr habt interessante Sachen entdeckt. Und so, bevor ich jetzt ganz zum Ende komme, möchte ich euch noch ein paar Termine bekannt geben. Das ist so ein, also mindestens ein festgelegter Teil schon von mir. Simone stempelt. Und zwar bin ich am 6. Oktober bin ich in Oberschleißheim. Das ist im Norden von München, also außerhalb, auf eine große Bastel- und Hobbymesse. Genau, da habe ich einen Stand und da könnt ihr schauen, da habe ich Ideen und man kann da natürlich auch bestellen. Es gibt auch ein paar Raritäten zum Kaufen, was auch immer, genau. Und anschließend darauf habe ich am 11. und 12. Oktober, ein Wochenende später, ein Workshop. Am Freitag fängt er um 16.30 Uhr an und am Samstag ist es am Vormittag ab 10.30 Uhr. Und der nächste Termin ist dann am 20. Oktober in Plining. Das ist immer von morgens bis um 17 Uhr, ich glaube ab 10 Uhr jeweils, und Oberschleißheim auch und jetzt in Plining. Das ist östlich von München. Genau. Und anschließend darauf, das ist aber, glaube ich, 14 Tage später, genau, habe ich einen Workshop wieder. Das ist der große Weihnachtsworkshop am Leimer Platz. Aber die Stempelparty mit Katalogstempel ist auch am Leimer Platz, genau. Freitag ab 17 Uhr und am Samstag ab 10.30 Uhr, genau. Ihr habt ja den Kalender gesehen, den werden wir bei mir zu Hause basteln. Da habe ich den Termin noch offen gelassen, um ihn mit Interessenten festzulegen. Genau. Das war's von mir und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Entdecken der neuen Produkte, die es im Katalog gibt. Genau. Wenn ihr keinen Katalog habt, gebt mir Bescheid und auch keine Demonstratorin. Ich schicke euch gerne einen zu. Müsst ihr mir natürlich eure E-Mail, eure Adresse anvertrauen. Genau. Aber die ist in meinen Händen und auch nicht bei Stamping Up, sondern nur bei mir. Genau. Und ich schicke euch gerne einen Katalog dazu, dass ihr dann nochmal schauen könnt. Ja, hoffe, dieses kleine Video hat euch geholfen. Ihr könnt auch immer springen, ihr müsst ja nicht von Anfang bis Ende schauen, genau. Aber ich gehe den Katalog von vorne nach hinten durch. Okay, bis bald. Hier warte bei Simone, stempelt mit dir.